Hallo ihr Lieben, mein Name ist Caitlin und ich bin heute bei MH&P. Wir machen so ein ganz cooles Tutorial für euch, wie man diese coole 4-Markers-Leinwand benutzen könnte. Wir machen dann ein Abstract heute und darauf werde ich euch zeigen, wie ich so meine coole Posca-Markers und Sharpie-Markers benutzen kann. Alle Stifte funktionieren darauf. Also, erstmal habe ich so ein bisschen Gold und weiß, ganz normale Acryl. Ich werde so Acryl-Tinte benutzen, so Acrylic Ink, Acryl-Tinte, dass ihr auch ein bisschen spielt, um zu sehen und austesten, was das alles machen könnt. Und ich habe so auch Wasser dabei, weil ich gerne Wasser benutze. Und was cool mit diesen Leinwänden ist, dass die sehr, sehr stark sind. Also ich kann wirklich viel, viel, viel Wasser benutzen und es ist egal, die Leinwände bleiben stark. Und später, wenn die so trocken sind, kann ich meine Posca darüber machen und alles malen. Also erstmal, dann mache ich so ein bisschen Weiß da auf. Es ist egal, ein bisschen egal wohin. Ich will nur ein bisschen Weiß. Und Gold, weil Gold ganz schön ist. Also jetzt habe ich so hier Rot-Acryl-Tinte. Ich nehme ein bisschen Acryl. Wahllos rein ins Wasser und ihr seht schon, was passiert. Ich meine, ich muss nicht viel machen, denn Wasser und Acryl mag schon was und ist ganz, ganz cool. Das Trick mit dieser Technik ist eigentlich nicht zu viel zu machen, sonst ist die Technik weg. Jetzt kann ich auch ein bisschen spielen. Dann haben wir verschiedene Farbetöne und alles. Ich mache mal erstmal Wasser drauf. Und jetzt dazu will ich ein bisschen Gelb. Heute arbeite ich mit Gelb und Rot. Ein bisschen Frühling, glückliche Farben. Man kann manchmal nicht viel kontrollieren und deswegen liebe ich das auch. Sieht, wenn ich gar nicht herankomme auf dem anderen Farben, nichts passiert. Ja, das ist was cool ist. Man kann trotzdem ein bisschen Kontrolle haben. Also wenn ich will, dass meine Farben ganz, ganz intensiv sind, benutze ich eher mehr Acryl-Tinte und lasse ich sie so. Wenn ich will, dass die ein bisschen mehr so Pastell oder sanft sind, dann hier lasse ich einfach mehr Wasser da rein und dann ihr seht, es ist so weniger stark die Farben. Ich kann auch immer wieder so mein Weiß übernehmen. Und ihr seht, ich benutze auch viel, viel Wasser und die Leinwand ist
schaffen sehr stark, es beugt sich nicht. Wirklich ein bisschen meditativ für mich. Ich brauche ein bisschen hier. Und jetzt ganz am Ende, was ich liebe zu machen, und ich zeige euch, ist ein bisschen so Spritze. Mit dem Weiß und mit dem Gold auch. Und das macht coole kleine, so wie Feuerwerk-Effekt. Mache ich auch jetzt das gleiche mit meinem Gold. Ich kann auch sogar das mit der Tinte machen, nur euch zu zeigen. Haben wir einen coolen Hintergrund erstmal. Wir lassen das trocken, also wirklich vor ihr das bewegt oder so, lasst das gut trocken. Und danach wir machen unser cooles Design mit den Markers.